Hallo, heute will ich euch ein paar Reparatursets vorstellen, die für verschiedene Zwecke geeignet sind. Ihr seht hier ein komplettes Reparaturkästchen, was nur dafür gedacht ist, Schläuche zu reparieren. Dieses Teil ist für Notreparaturen. Mit diesem Teil, das ist eine Tasche zum Unterschnallen unter den Sattel, kann man schon etwas mehr anfangen. Fangen wir mit dem kleinsten Teil an. Das ist ein Reparaturset, in diesem Fall von Tiptop. Es enthält selbstklebende Flicken, 6 Stück insgesamt. Diese selbstklebenden Flicken sind durchsichtig, ein bisschen schwierig, den Flicken jetzt zu sehen. Glaubt es mir einfach, da ist einer drauf. Wird folgendermaßen angewandt, wenn ihr unterwegs seid oder auch zu Hause. Ihr stellt fest, ihr habt ein Loch im Schlauch, ermittelt das Loch, raut die Fläche mit diesem beiliegenden Sandpapier etwas an, zieht den Flicken ab, klebt ihn auf den Schlauch drauf, haltet ihn fest. Dann könnt ihr den Schlauch schon wieder einbauen oder weiterfahren. Das ist wirklich für unterwegs, gerade weil es so schön klein ist, sehr gut. Man kriegt es überall unter, nur wenn man es vergessen hat, ist es halt blöd. Dieses Set enthält zusätzlich Reifenheber, Gummilösung, eine Raspel zum Aufrauen des Schlauches, im Prinzip auch genauso gut wie das Sandpapier. Und dann verschiedene Flicken in verschiedenen Größen und Aussehen. Funktioniert ähnlich wie dieses Teil, bloß dass es nicht selber klebt. Ihr nehmt den Schlauch, ermittelt das Loch, raut die Umgebung etwas auf, tragt Gummiflüssigkeit auf, wartet ca. 3-4 Minuten. Dann nehmt ihr einen Flicken, löst ihn von der Folie, klebt ihn auf den Schlauch drauf, belastet den Schlauch und den Flicken etwas, entweder so oder ihr legt ihn auf irgendwas drauf und dann etwas Gewicht drauf. Meinetwegen, wenn ihr habt, eine Standpunkte, stellt ihr einfach drauf. Dann wartet ihr eine Weile, circa auch wieder 3-4 Minuten, dann klebt der Flicken. Bei dieser Tasche gibt es die Möglichkeit, mehr mitzunehmen. Mit dieser Befestigung wird sie unter dem Sattel festgeschnallt. Das funktioniert einfach, indem ihr dieses Teil hier durchfädelt. Stellt euch vor, an dieser Stelle ist das Sattelgestell. An der Stelle, wo meine beiden Daumen jetzt sind, dann wird es einfach hier zugeklickt und die Tasche ist sicher am Sattel. Zusätzlich kann man bei dieser Tasche noch den Stauraum erweitern mit einem Reißverschluss. Dadurch wird die Tasche dann viel größer. Passt zum Beispiel jetzt ein Ersatzschlauch oder sogar, wenn ihr einen Faltreifen habt, einen Ersatzreifen mit hinein. Zum Inhalt der Tasche ein Lappen, relativ groß. Gut, wenn man dreckige Hände hat, kann man sehr gut dann gebrauchen. Oder man kann ihn auch auslegen, dann hat man eine gute Fläche zum Ablegen, wenn man jetzt kleinere Reparaturen während der Fahrt. Also nicht während der Fahrt, das wäre aber schwierig, macht es, wenn ihr angehalten habt. In diesem Fall sind jetzt dabei, ich hoffe man sieht das alles, ein Schraubenzieher, den man drehen kann. Eine Seite Kreuzschlitz, eine Seite normal. Mit passendem Griff. Imbusschlüssel,
Reifenheber ein sogenannter Knochen. Dort sind viele Maulschlüsselgrößen enthalten. Wieder ein kleines Plättchen zum Aufrauen des Schlauchs. Schlauchflicken. Gummilösung, Anleitung zum Schlauchflicken und zwei kleine Ersatzglühbirnchen für Vorder- und Rücklicht. Das ist heute eher weniger der Fall, dass sowas noch mitgeführt wird oder erforderlich ist, weil es ja viele LED-Lampen heutzutage gibt. Ja, das war's zum Inhalt von diesem Täschchen. Also, diese beiden Sachen sind sehr gut zum Mitnehmen. Hier hat man den Vorteil, dass es eben selbstklebende Flicken ist. Hier hat man den Vorteil, dass schon Reifenheber dabei sind, die man hier noch extra mitnehmen müsste. Hier ist es komplett, da braucht man sich keine Gedanken zu machen. Nur die Gummilösung sollte man so, naja, ich würde mal sagen, alle anderthalb bis jedes Jahr auswechseln, weil die trocknet schnell ein. Wenn ihr dann unterwegs seid und eingetrocknete Gummilösung, nützen euch die Flicken nichts. Da werdet ihr dann mit diesen Flicken gut aufgehoben. Diese Tasche hier kostet ca. 15 Euro, dieses Teil ca. 6 Euro, dieses Teil 5 Euro. Empfehlenswert für Rennradfahrer oder für Leute, die es eilig haben, ist dieses Teil, weil eben die Reparatur recht schnell geht. Was ihr dazu noch bräuchten würdet, sind Reifenheber. Diese hier kosten so ca. 1,50 Euro bis 2 Euro. Bei dem Set sind dann die Reifenheber schon enthalten. Macht sich auch ganz gut zum Mitnehmen. Dieses Teil ist gut, wenn man jetzt Tagestouren macht und zusätzlich noch Schläuche transportieren möchte oder eben einen Ersatzreifen oder ein paar Müsli-Riegel für den kleinen Hunger. Passt alles rein und ist alles an einer Stelle. Die Links zu diesen Produkten findet ihr in der Videobeschreibung. Wenn ihr unseren Kanal abonniert, könnt ihr noch mehr von uns ertragen oder müsst ihr noch mehr von uns ertragen. Das war's für heute. Tschüss.